Holy shit, das wird, glaube ich, ein schnelles Video werden. Es ist mal wieder etwas länger her und auch wenn The Walking Dead weiterhin auf diesem Kanal gut vertreten ist, ist aber schon, wie gesagt, länger her, dass es einen Character Clash gibt. Und da unser Character Clash Turnier immer noch läuft, habe ich mir gedacht, gehen wir da mal in die nächste Runde. Und ja, was soll ich sagen? Das Video könnte kürzer werden, als ich denke, vielleicht. Vielleicht drehe ich mich aber noch ein bisschen um den heißen Brei. Auf jeden Fall, liebe Leute, geht es heute in diesem Video um Daryl Motherfucking Dixon versus Andrea, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, ist aber auch egal. Diese zwei werden heute aufeinander clashen und ohne weiteres Rumlabern heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, das Character Clash Turnier ist ja, wie gesagt, im vollen Gange. Wir sehen hier einfach nochmal kurz die Statistik, beziehungsweise was heißt Statistik, den Stand der Dinge, wie es gerade so ist. Und wir sind in der vierten Runde angekommen, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, nach diesem Video kommen nochmal 4 Videos und dann ist die ersten Clash sind vorbei und wir gehen in den nächsten Schritt weiter. Und da freue ich mich schon drauf, bin ich echt gespannt. Aber heute haben wir hier ein Battle, was, keine Ahnung, das Video könnte jetzt schon zu Ende sein, eigentlich, theoretisch. Aber vielleicht gehen wir noch, wie gesagt, ein bisschen spezifischer drauf ein. Auf jeden Fall Daryl Dixon gegen Andrea. Und ja, was soll ich sagen? Ich würde einfach für zugunsten Andreas keinen Punkt auf Sympathie geben, außer es kommt vielleicht zu einem Gleichstand, weil Sympathiepunkt würde safe an Daryl gehen. So, sind wir mal ganz ehrlich. Es gibt zwar viele Leute, die Andrea mögen, ich gehöre nicht dazu und Daryl ist halt 1000-mal besser als Andrea. Aber man muss halt auch hier an dieser Stelle wieder sagen, Andrea hat ja nur einen kleinen Teil der Serie mehr oder weniger beigetragen und Daryl hat ja wesentlich mehr Zeit, seinen Charakter aufzubauen. Deswegen würde ich das erste Battle oder beziehungsweise den ersten Punkt in 2 Punkte aufteilen. Und zwar die Charakterentwicklung beziehungsweise den Charakter an für sich. Und zwar im ersten Teil geht es um den Charakter, der quasi Daryl und Andrea wurden ja mehr oder weniger zeitgleich eingeführt, bis zu dem Punkt, wo Andrea stirbt, vergleichen wir die Charaktere und gucken, wer da punktetechnisch eventuell besser abschneiden würde und wer halt nicht. Und dann gehen wir auf die Overall-Zeit und ja gut, wie gesagt, da wird halt langfristig ist da ein Charakter halt, der sich mehr aufbauen konnte. Aber ja, gehen wir erstmal rein und zwar, wie gesagt, die Charakterentwicklung bzw. der Charakter an sich. Und zwar beschreiben wir mal kurz Andrea. Wir bekommen ihre erste Aktion zu sehen, wie sie Rick quasi eine Waffe an die Brust setzt und sagt, wegen ihm sterben wir alle und nur weil sie ihn gerettet haben und Glenn ihn gerettet hat und sie ihn nicht kennt und keine Ahnung, also Andreas erster Eindruck war halt, finde ich persönlich, sehr beschissen, weil sie einfach direkt auf Anti gegangen ist. So ohne Grund, finde ich. Für mich war kein sichtbarer Grund da. Auf jeden Fall, weiter hinweg, muss ich sagen, ist sie halt einfach ein weinerlicher Charakter gewesen. Wir werden alle sterben. Und zwar ihretwegen. Oh, boo-hoo. Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. Na gut, sie hat ihre Schwester verloren und sie hat allgemein viele Freunde verloren und irgendwie ist sie auch verständlich, aber sie hat halt wirklich wegen jeder Kleinigkeit rumgeheult. Hat sich an einem gewissen Punkt geändert und das fand ich auch gut. So, die Andrea, kurz vor, während und kurz nach dem Angriff auf Herschels Farm, beziehungsweise das heißt im Angriff der Horde auf Herschels Farm, fand ich ganz okay. So, sie hat das Schießen gelernt. Die Aktion mit Shane im Auto, die möchte ich hier nicht ansprechen, die war einfach nur weird as fuck. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber so an für sich ist sie ein guter Charakter gewesen. Gut, sie hat Daryl aus Versehen angeschossen, aber sind wir mal ehrlich, Daryl sah halt in dem Moment halt auch einfach aus wie ein Weißer, nur sie war halt zu voreilig und das war das Ding, sie musste unbedingt den Leuten was beweisen, vor allem Dale wollte sie unbedingt beweisen, sie ist nicht das kleine verletzliche Mädchen und, was sie ja mehr oder weniger geschafft hat, aber auch wieder nicht geschafft hat, weil Daryl ja schließlich überlebt hat, heißt der Beißer hätte potenziell auch überlebt, also war der Schuss eigentlich vollkommen für den Arsch. Aber ich finde so manche Entscheidungen, die sie getroffen hat, auch in Bezug auf wie sie mit Michonne, dass die quasi erst zusammenlebt und halt auf den Governor im ersten Moment trifft, wie sie sich da verhält. Sie hat im Prinzip schon, und das ist natürlich auch sehr stark an die Comics behaftet, sie hat eigentlich, das habe ich ja schon mal in einem Video gesagt, sie hätte die Möglichkeit, eine gute Führungsposition einzunehmen. Also sie, finde ich, hätte gut zum Beispiel Woodbury leiten können, wenn der Governor nicht so ein Arschloch gewesen wäre, beziehungsweise wenn man ihn vielleicht einfach im Schlaf getötet hätte. Ich bin der Meinung, sie hätte das gut machen können, vor allem mit Rick Hand in Hand und allen anderen. Das wäre schon möglich gewesen, finde ich. Aber dann sind da halt so Sachen wie, dass sie den Governor halt nicht umgebracht hat. Und sind wir mal ganz ehrlich, mal unabhängig vielleicht davon, dass sie ihn vielleicht liebt oder dass es halt ein Mensch ist, den sie da umbringt. Mal ganz ehrlich, in dem Moment, es waren so viele Warnzeichen, wirklich, so viele Red Flags über den Governor. Sie
hätte ihn töten können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und da hat sie halt gezögert. Ist halt so ein Punkt, der halt ein bisschen ne Scheiße ist, sage ich mal. Und das macht ihren Charakter halt auch dementsprechend wieder ein bisschen runter. Aber so alles in allem muss man sagen, Andreas Charakter, der sich aufgebaut hat über die Zeit, die er da war, war schon eine gute Entwicklung. Sie hat sich von wirklich einem weinerlichen, nerviger Person, hat sie sich dazu entwickelt, dass man sagen kann, okay, irgendwie wird sie es schaffen, eine Community zu führen, zumindest zu helfen, diese Community zu führen. Man hat sie ein bisschen ernster genommen, muss man einfach sagen. Das kann man einfach mal so hinstellen. Gucken wir uns auf der anderen Seite Daryl an. Und Daryl, was soll ich sagen? Ich muss echt sagen, ich fand ihn in der ersten Staffel, ich fand den echt ein bisschen nervig. Vor allem so in den ersten paar Folgen, wo er da war. Ich fand den super nervig. Erstmal fand ich, wie er damals aussah, sah ein bisschen doof aus, finde ich. Aber gut, das ist, kann er ja nichts für. Ist halt so. Aber an für sich, ich fand irgendwie dieses, dass er so an Merle hing wie so ein kleiner Hund, fand ich natürlich auf der einen Seite logisch. Es war mehr oder weniger seine einzige Bezugsperson oder seine einzige Person, die mehr oder weniger für ihn Sicherheit gegeben hat, so als Freund halt irgendwie. Aber man muss ja auch sagen, er hat so viel Scheiße mit dem durchgemacht. Es ist halt irgendwie schwierig, aber bei Daryl muss man auch einfach sagen, von Staffel 1 an bis hin jetzt zu Staffel 11, wenn es drauf ankam, dann hat er mehr oder weniger das Richtige getan. Also es gibt wenig, sehr wenig, würde mir jetzt gerade spontan auch keiner einfallen, sehr wenig Momente, wo man sagt, Daryl, das war dumm. Denn man muss einfach sagen, Daryl ist halt ein sehr rationaler Charakter, beziehungsweise ein sehr wenig emotional. Er handelt halt sehr wenig emotional, was in vielen Fällen, vor allem in der Zombie-Apokalypse, sehr wichtig ist, muss man einfach sagen. Ich meine, auf Herschels Farm war er mit der Erste, der direkt dabei war, zu sagen, okay, hier, das kann so nicht sein mit den Zombies da, es geht nicht, wir müssen die jetzt hier töten. Er hat einfach in dem Fall rational gedacht, nicht emotional, und das wäre ja auch eine gute Entscheidung gewesen, und war ja auch eine gute Entscheidung. Aber man muss, finde ich, sagen, bis zu dem Punkt, wenn wir jetzt sagen, bis zu dem Punkt, wo Andrea gestorben ist, hat er im Vergleich weniger Charakterentwicklung gemacht. So, er war in der ersten Staffel, in der kompletten ersten Staffel dieser Redneck, der halt irgendwie schon so immer ein bisschen auf Stress aus war, immer eine große Klappe hatte und halt immer irgendwie für sich sein wollte. In Staffel 2 wurde es halt sogar, finde ich, noch extremer. Es gab so einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass es 20 Folgen gefühlt gab ohne Daryl. Hatte ich das Gefühl. So vor allem, weil er halt immer auf der Suche nach Sophia war und halt deswegen ein bisschen ab vom Schlag war. Aber er war halt immer noch so für sich und ne, er hat sich wenig in Sachen eingemischt. Er war halt immer so der Rückhaltende. Ne? Und ja, in Staffel 3, wenn es um den Governor und das Gefängnis ging, da muss ich sagen, hat er halt einen guten Sprung gemacht. Da war er schon wirklich so auf dem Level zu sagen, okay, Rick macht hier jetzt einen auf, ich sag mal, Diktator. Ich decke ihm trotzdem den Rücken. Es war, in Staffel 3 fing er an, richtig sich gut zu entwickeln. Alles danach ging richtig nur noch bergauf. Aber wirklich, ich finde persönlich, meine persönliche Meinung, vergleichsweise diesen Zeitraum zwischen Andrea und Daryls Auftauchen bis zu Andreas Tod, hat Andrea ein bisschen mehr Charakterentwicklung durchgemacht als jetzt Daryl in der kurzen Zeit. Also würde ich diesen ersten Punkt dieses Zeitraums tatsächlich an Andrea geben, auch wenn es mir im Herzen wehtut. Nein, aber wie gesagt, ich finde eine bessere Charakterentwicklung in den ersten 2-3 Staffeln, beziehungsweise sagen wir mal in den ersten 2,5 Staffeln. Aber wenn es dann halt danach geht, ist halt seine Charakterentwicklung geschossen. Das ist ja von wirklich, allein bis zu dem Punkt, während Negan, also dem Krieg gegen Negan. Er ist so zwischen, ich bin hier der Badass und hau Negan auf offener Straße gerade eine rein, wo eventuell durch Glenn gestorben ist, was man ihm anrechnen könnte. Ist eine schwierige Sache. Könnte man auch mal ein Video zu machen, weil es ist ja im Prinzip, wird ja einfach immer gesagt, Glenns Tod geht auf Daryls Kappe. Aber da würde ich nur so 50% zustimmen. Könnte ich mal ein eigenes Video zu machen, wenn es euch interessiert, was meine Meinung dazu ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. An dem Punkt, wenn wir sowieso schon eine Kommentare-Sektion ansprechen, schreibt mir allgemein mal ein paar Videovorschläge in die Kommentare. Gerne auch mal jetzt nicht unbedingt nur auf The Walking Dead, beziehungsweise was ihr eventuell noch spezifischer von The Walking Dead von mir wissen wollt. Also gesagt, zum Beispiel das Staffel-Ranking ist in Arbeit. Ich denke mal, das wird noch, sagen wir mal, vielleicht 2-3 Wochen dauern, dann wird das Staffel-Rank wahrscheinlich mal abgedreht. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne mal noch ein paar Vorschläge in die Kommentare zu, ein paar Videoideen. Ich bin da ja immer sehr, sehr offen, was ihr da für Vorschläge habt. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall hat er, wie gesagt, von diesem, okay, ich bin einfach so richtig Badass-Charakter, wo er dann bei Negan gefangen wurde und da von Dwight unterdrückt wurde, sage ich mal, oder eher wie ein Schoßhündchen gehalten wurde. Man merkt schon an, der hatte da schon einen guten Knacks weg. Das hat ihm halt schon gut zugesetzt. Und da war halt schon wirklich dieses, es war halt mehr so, okay, ich mache einfach das, was von mir erwartet wird, weil ich einfach so überlebe. Aber halt dann auch an einem gewissen Punkt, wo er dann ausbrechen kann, war halt auch wirklich komplett Schluss. Da sind Sicherungen wirklich durchgebrannt. Bin jetzt auch in der Staffel technisch auch an dem Punkt angekommen, wo auch zum Beispiel Negan jetzt gefangen wurde. Und Daryl und Maggie mehr oder weniger zusammen entschieden haben, okay, wir müssen
Wahnsinnigen kalt machen. Und Daryl im Prinzip dafür Rick mehr oder weniger angelogen, beziehungsweise halt davon abgehalten hat, das zu verhindern im ersten Moment. Was ja auch zeigt, okay, er hat sich tatsächlich schon gegen Rick gestellt. Überhaupt die ganze nach Negan-Krieg-Geschichte war ja eher so ein kleiner Beef zwischen Rick und Daryl zu sehen, was sich natürlich dann nach Ricks Verschwinden komplett getwistet hat. Nach Ricks Verschwinden ist ja Daryls Charakter fast nur noch darauf aus gewesen, Rick zu suchen, Rick zu finden und auch einfach sehr, sehr kalt auf Dinge zu reagieren, mit Dingen zu arbeiten. Was sich dann später dazu entwickelt hat, dass er halt durch dieses lange, kalte Alleindasein halt dazu entwickelt hat, dass er mehr oder weniger ein Ersatzvater für Judith und RJ geworden ist. Was ich super cool finde, weil das ist so, ich habe jetzt noch den Punkt gesehen, wo Aaron zu ihm gesagt hat, ja hier, du wärst ein super Vater. Und wenn ich überlege, was er ja am Ende von Staffel 11 mehr oder weniger schon für Judith ist, ist halt der Hammer. Und auch, wie gesagt, allgemein, nicht nur die charakterliche Entwicklung, auch die optische Entwicklung fand ich super geil. Zum Beispiel, anfangs war er wirklich nur mit diesen kurzen Westen unterwegs und das hat er ab in der Staffel komplett aufgehört. Da hat er die langen Westen an. Sein Upgrade mit den zwei Messern, diesen Riesendingern. Seine Art zu kämpfen, zum Beispiel die Armbrust, war immer noch Hauptbestandteil, aber halt wesentlich weniger. Und dadurch ja, dass auch zum Beispiel der Morgenstern von ihm so oft benutzt wird, dieses Daryl, es wird später ein großes Augenmerk auf Daryl gelegt und seine Art zu kämpfen und seine Art sich zu verhalten. Und das fand ich super gut. Und da muss man halt einfach sagen, da geht der Punkt halt, also vom Charakter an sich geht der Punkt an Daryl. Der hat halt so viel Entwicklung durchgemacht und so viel gute Entwicklung. Es war kein Punkt dabei, wo man sagt, das war scheiße. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen nervig, diese elende, lange Suche nach Rick und dieses Weinerliche und ich lasse alles hinter mir im ersten Moment. Nur um eventuell Rick zu finden, war ein bisschen doof. Aber an für sich geht der Punkt auf jeden Fall an Daryl. Heißt, es steht in dem Fall erstmal 1-1. So, und ich würde jetzt einfach sagen, weil ich ein paar Punkte jetzt hier schon ansprechen kann, die jetzt in diesem, ich sag mal, Battle Royale 1 gegen 1 vorkommen, würde ich sagen, jumpen wir direkt mal da rein. Weiterhin gleichen Regeln wie immer. Wir sind auf einem neutralen Boden. Die zwei Charaktere kämpfen zu ihrer höchsten Peak-Zeit, also zu dem höchsten Charakter-Dasein, was es gibt. Wirklich die Beste, was dieser Charakter hervorgebracht hat. Und kämpfen gegeneinander. Und zwar in drei Disziplinen. Da hätten wir einmal den Faust-Nahkampf. Dann hätten wir einmal den Nahkampf-Waffen, Schwerter, Messer, sonstige Sachen-Kampf. Und dann zu guter Letzt den Fernkampf. Und was soll ich sagen? Also im wirklich Faustkampf denke ich, ja gut, was... Andrea kann schon gut kämpfen, aber wir haben auch gesehen, sie kriegt auch gerne mal schnell einen aufs Maul, ist hier schnell erledigt, Daryl wird sie einfach relativ fix überwältigen, sie hat vielleicht den Vorteil, dass sie ein bisschen schneller ist, aber man muss auch sagen, Daryl durch seine, ich nenne es mal, pfadfindermäßige Ausbildung, ist halt einfach, also sie können sich auch verstecken, er wird sie finden, was halt auch noch zu Daryls Charaktereigenschaften zählt, die einfach unfassbar geil sind, weil, habt ihr schon gewusst, in der 11. Staffel, ich weiß gar nicht genau, welche Folge es genau war, sehen wir einfach mal, wie krass Daryl einfach die Umgebung im Auge hält, denn wir wissen, Daryl ist immer jemand, der sich eher im Hintergrund aufhält und die ganze Situation abcheckt, aber wir sehen in einer Szene, die unfassbar gut gemacht ist, was mir auch beim zweiten Gucken erst aufgefallen ist. Wie krass. Und zwar in der Folge, wo Maggie und Daryl durch den Wald gehen und Herschel suchen, der sich ja auf, an einem Ort versteckt, wo Maggie es mit ihm abgemacht hat. Er versteckt sich auf einem Baum und pfeift. Und wenn wir ganz genau hingucken, sehen wir schon, dass Daryl wesentlich früher gesehen hat, dass Herschel auf dem Baum saß, während Maggie es erst realisiert hat, nachdem er Herschel gepfiffen hat. Das zeigt einfach wirklich, was Daryl für ein interessanter oder aufmerksamer Charakter ist, weil das einfach eine Szene war, die einfach unfassbar genial gemacht war. Und auch abgesehen davon hatte er halt einfach die Survival-Skills, die man halt in der Zombie-Apokalypse braucht. Muss man einfach sagen, heißt, der Punkt geht auf jeden Fall an Daryl, der Nahkampfpunkt. Da ich es können wir relativ fix mit Waffen aus dem Nahkampf, also Messer, Schwert, dann Säbel, was weiß ich, sehen, ob wir Daryl jetzt seine Messer geben, ob wir ihm den Morgenstern geben, ob wir ihm ein Schwert geben, ob wir eine Machete geben. Und egal, was wir Andrea geben werden, sie wird den Kürzeren ziehen. Sie wird den Kürzeren ziehen. Andrea kann zwar gut mit Messer umgehen, aber auch eher gegen Zombies. Gegen Zombies kann sie gut mit Messer umgehen, aber sie hat auch sehr wenig Erfahrung in Mensch-gegen-Mensch-Kampf, muss man einfach sagen. Der Punkt in dem Fall auch an Daryl. Und kommen wir nun zum dritten Kampf, zwar dem Fernwaffenkampf. Und zwar, hier geben wir einfach Daryl natürlich seine Armbrust. Und ja, Andrea halt das Einzige, womit sie ansatzweise umgehen kann, und zwar halt das Scharfschützengewehr. Und man könnte halt hier jetzt sagen, Andrea hat in der Serie natürlich einmal mehr Daryl getroffen als er sie. Und man könnte sagen, dass wenn sie vielleicht weit genug auseinander sind, dass Andrea das gut hinkriegen würde und sie würde vielleicht auch treffen. Will ich gar nicht mal so anzweifeln. Aber, und wie gesagt, da kommt der große Aspekt, dass Daryl halt einfach sich im Wald auskennt und survivalmäßig unterwegs ist. Ich glaube, Andrea würde Daryl nicht finden und
das wird halt sehr schnell mit einem Pfeil in der Augenhöhle enden von Andrea. In dem Fall würde ich auch hier sagen, geht der Punkt an Daryl. Das heißt, ein glattes 3:0 im 1 vs. 1 Kampf für Daryl. Heißt, wir hätten jetzt einen Punktestand von 4:1 für Daryl. Und ja, was soll ich sagen, das kann Andrea eigentlich nicht mehr aufholen. Egal, was ich jetzt hier für Sachen anspielen würde, ob es, wie gesagt, Sympathiepunkt würde auch auf Daryls Konto gehen. Ich wüsste auch gar nicht, was man sonst so machen könnte. Also das Einzige, was man hier noch wirklich als guten Punkt nehmen könnte, wären halt die Comic-Charaktere, weil da wird Daryl den Kürzeren ziehen, denn er ist kein Comic-Charakter. Er wird extra, die Rolle Daryl Dixon wurde extra für die Serie erfunden und Andrea lebt halt im Comic wesentlich länger und ist auch wesentlich coolerer Charakter. Muss man einfach sagen, Andrea in den Comics tausendmal geiler als in der Serie. Was auch vielleicht meine Idee wäre, soll ich mal die Comic-Charaktere mit den Seriencharakteren vergleichen? Ich kenne die Comics zwar nicht so, aber gut, informieren kann ich mich ja trotzdem. Wenn euch das interessiert, schreibt gerne in die Kommentare, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und ja, was soll ich sagen? Wir labern jetzt nicht länger rum, es ist halt eindeutig. Die Runde hat halt Daryl gewonnen. 4:1. Fakt. Der hat einfach... Es ist halt Daryl Dixon. Man muss sagen, es war ja schon klar, wo ich die Namen ausgelost habe, dass Daryl wird halt hier sehr, sehr gut abschneiden. Das ist das Ding. Das ist sehr schwer zu besiegender Charakter. Kann ich einfach mal vorwegnehmen. Also sagen wir mal, herzlichen Glückwunsch, Daryl Dixon. Du bist weiter und Andrea, du bist, leider Gottes, du armes Ding, raus. Und ja, jetzt seid ihr gefragt. Schreibt doch mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Hättet ihr das vielleicht anders gerankt, beziehungsweise bewertet? Wie hättet ihr, welche Duelle hättet ihr vielleicht noch genommen, wo Andrea vielleicht auch hätte besser abschneiden können? Wie gesagt, man muss sagen, Andrea in der Serie ist halt einfach nicht so geil. Andrea in den Comics schon, deswegen ist hier leider ein bisschen miese Krise. Aber ja, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht hättet ihr was anderes gemacht. Verbessert mich oder beziehungsweise ergänzt mich auf jeden Fall gerne. Aber aus meinem Standpunkt aus hat Daryl das hier gewonnen und ist somit eine Runde weiter. Ja, und das war schon mit dieser Folge vom Character Clash Turnier. Die nächste Runde steht an. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wer das ist. Doch, ich glaube, Alden gegen Yumiko, glaube ich. Alden gegen Yumiko war es. Wird ein interessanteres Battle, weil es halt eher zwei Nebencharaktere sind. Muss man sagen, ist schon interessant. Da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Auf jeden Fall, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne diesem Kanal ein Abonnement da. Dann erwartet euch irgendwann in näherer Zukunft dieses Battle. Und auch sonst, wenn ihr euch für Filme, Serien, Fakten, Theorien und sonstigen Nerdy-Serien, Filmstuff interessiert, checkt den Kanal gerne mal aus. Hier gibt es alles Mögliche zu jeglichen Filmen und Serien. Natürlich momentan sehr viel The Walking Dead. Ich sag's nochmal, ich bin momentan absolut weiterhin im The Walking Dead-Fieber. Und es wird aber auch weiterhin noch anderes kommen, denn ich bin auch sehr viel im Horrorfilm-Fieber und durch Scream 6 auch wieder ein bisschen mehr in der Ghostface-Scream-Szene. Und vielleicht kommt da dieses Wochenende eventuell ein Video zu. Wenn nicht, dann auf jeden Fall nächstes Wochenende. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Seid gespannt auf jeden Fall. Und ja, mehr möchte ich jetzt auch nicht rumlabern und würde sagen, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Ich dann natürlich selbstverständlich auf derselben alten Couch wieder. Und bis dahin bin ich aber erstmal raus. Ciao.